Viel ist bereits erreicht beim Mammutprojekt Umbau Döppersberg. Der neue, temporäre Busbahnhof Ohligsmühle ist fertig. Die Graffitis an den Aufenthaltsräumen der Busfahrer verleihen dem neuen Busbahnhof ein ganz eigenes Flair. Bereits nach ein paar Tagen wurde der neue Busbahnhof wie selbstverständlich genutzt. Ein weiteres wichtiges Teilprojekt war der Abriss der alten Busrampe, die sich über 140 Meter auf der B7 erstreckte. Da beim Abriss der alten Busrampe der Recycling-Gedanke im Fokus stand, wurde in den Wochen danach viel Wert auf die genaue Trennung des Schutts in seine verwertbaren Einzelkomponenten gelegt. Bis auf ein paar Abschlussarbeiten, unter anderem am Bewuchs, ist man auch hiermit bereits fertig. Weitere wichtige Arbeiten werden in den nächsten Wochen und Monaten folgen, damit das Ziel, die Modernisierung des Eingangstores der Stadt, des Döppersberges, so schnell wie möglich erreicht werden kann.